so dünn, dass es auch durch die untere Türspalte durchkommt. Wenn ich ein Ende an der Eisenstange, die als Türgriff fungiert, anbringe, kann ich am anderen Ende ziehen und sie so von außen öffnen. Genau so läuft's. Perfekt. Ich bin sicher, das wird funktionieren. Die Idee ist nicht schlecht. Aber besser, wir verfeinern sie ein bisschen. Ich glaube, das ist das, was Tom als Briefkasten bezeichnet. Ich sehe gar nichts von Interesse. Ich habe das Gefühl, da ist gar nichts mehr, aber... Genau wie ich dachte. Gar nichts. Damit habe ich es geschafft, die Eisenplatte neben dem Eingang zu bewegen. Eine Mauer, Müllcontainer... Müll und ein Gestank, der Elefanten umbringen kann. Ist es schief oder sehe ich nicht richtig? Wenn das Gerüst auf der Seite von Bennets Wohnung wäre, würde ich es versuchen. Aber hier, da ich nicht wüsste, wozu, riskiere ich es lieber nicht. Das arme Ding ist ganz schön runtergekommen. Oh nein! Ich will das nicht tun. Das würde nicht funktionieren. Brian Basco, das ist der blödeste Name, den ich je gehört habe. Passt gut zu Ihnen. Bist du sicher, dass du ein guter Schauspieler bist? Beweis es. Ich sehe nicht, warum ich das sollte. Es wäre sinnlos. Komm schon, Mann. Versuche es. Ich hätte gar nichts davon. Sieh mal an. Du machst mich gerade nach. Hey, das könnte funktionieren. Gut gedacht. Das war gut. Abgemacht. Ich versuche es nochmal. Nein, nein. Das hat mich überzeugt. Du kannst jetzt aufhören, mich nachzumachen. Nein, zurzeit sehe ich nicht, warum ich das tun soll. Du sollst aufhören, mich zu imitieren. Und was würde ich damit gewinnen? Ich habe gerade gelernt, wie man Ohrfeigen verteilt. Und meine Hände brauchen unbedingt Übung. Mein Herr, Sie haben mich überzeugt. Es gibt nichts Geeigneteres als Gewalt, um den Dialog zu fördern. Du siehst gut aus, wenn man dein Leben in Betracht zieht. Eine totale Katastrophe. Ich bin so gesund, dass ich den ganzen Tag im Krankenhaus verbringe. Die Ärzte denken, es handelt sich um eine merkwürdige Krankheit. Wer ist der Betrunkene an Tisch 23? Ein berühmter Gast, ein dicker Fisch der Kinobranche. Er wird mir eine Rolle besorgen. Ich muss dann nur noch unterschreiben. Bist du allein? Das Restaurant ist geschlossen und nur ich bin noch da. Ich muss warten, bis der Betrunkene von Tisch 23 aufsteht und geht. Ich werde noch eine Weile weiter betteln. Ich würde Ihnen auf Wiedersehen sagen, aber ich habe das Wort vergessen. Bis bald!
Es scheint eine Art Lager zu sein. Aber bei der Tür möchte ich nicht wissen, wie es drinnen aussieht. Nein, das kann ich noch gebrauchen. Hinter der Mauer scheint etwas mehr los zu sein als hier. Nein, dahinter scheint es viel Licht zu geben und ich möchte möglichst nicht gesehen werden. Nein, da ist Licht und ich darf nichts riskieren. Da habe ich unter einem Haufen Müll eine Spraydose entdeckt. Nein, das wird wohl nicht mehr nötig sein. Ich kann nicht riskieren, erkannt zu werden. Ich sehe gar nichts von Interesse. Der ist vielleicht runtergekommen. Sieht aus, als wäre er unter dem Fett der Jahrzehnte zusammengebrochen. Ich habe zwar Hunger, aber so viel nun auch wieder nicht. Sie mündet rechtwinklig in die Hauptstraße, von der ich in die Gasse gekommen bin. Nein. Es ist sicherer, in der Gasse zu bleiben. Hallo, Tom. Ich höre. Ich brauche einen Freiwilligen, der einen italienischen Mafiaboss spielt. Guck mich nicht an, Kumpel. Zwei künstlerische Gaben sind eine zu viel. Du weißt schon, Drehbuchautoren sind frustrierte Schauspieler und Schauspieler sind abtrünnige Kellner. Die Eigentümer dieses Gebäudes beschweren sich nicht, dass du hier unten wohnst? Warum sollten sie? Das Gebäude gehört der Firma Goldener Gockel AG, deren Preis ich mal gewonnen habe und der mir später auf niederträchtige Weise geraubt wurde. Sie haben mir nicht auf gebührende Weise Respekt bezeugt, weil der Hausmeister Angst vor mir hat. Aber ich bin sicher, sie fühlen sich durch meine Anwesenheit geehrt. Erzähl mir von einigen deiner Drehbücher. Eine Fernsehserie, Barbara's Quest. Eine Schmach, eigentlich. Sie haben gut bezahlt, aber man müsste verrückt sein, um sich sowas anzusehen. Rekapitulieren wir, was in dem Drehbuch über den Durchschnittstypen steht? Gehen wir es nochmal durch. Ich ermüde dich lieber nicht mit dem Durchschnittstypen. Danke für deine Aufmerksamkeit. Und dir für deinen Besuch, Kumpel. Das Rohr nach oben bewege, unter Berücksichtigung der Winkel- und Entfernungsvariablen, des Reibungskoeffizienten des Rohrs, Anfangs- und Körperbeschleunigungspotenzial, Richtung und Luftgeschwindigkeit, relative Luftfeuchtigkeit und Grundtemperatur, dann könnte ich bestimmt bis zu Bennets Dachgarten kommen, mich von dort zum Balkon runterlassen, das Esszimmer betreten und Tarantula mit einer saftigen Ohrfeige außer Gefecht setzen. Aber ich bin der Meinung, mein Tarantula-Abwehrplan ist viel besser und macht vor allem mehr Spaß. Mache.
Es grenzt an ein Wunder, dass ich noch lebe. Ich habe nicht vor, mein irdisches Dasein nochmal aufs Spiel zu setzen. Diese Flüssigkeit betäubt stärker als ein Schlag ins Gesicht mit der flachen Hand. Nein. Ich möchte den Typen, der dort schläft, nicht wecken. Das ist das Fenster des Restaurants. Da ist ein Typ, der über einem Tisch schläft. Glaube ich wenigstens. Es führt ins Innere des Script Planet. Nein, da sind offenbar noch Kunden drin. Ich will nicht gesehen werden. Stört es Sie, wenn ich rauche? Kannst du einen italienischen Mafioso nachahmen? Figlio di Troia, la tua mamma è morta, il tuo papà è morto, il tuo grosspapà è morto, il tuo urgroßpapa è morto, il tuo ur-urgroßpapa è morto. Il tuo Ur-Ur-Urgroßpapa è morto. Il tuo Super-Ur-Ur-Ur-Urgroßpapa. Perfekt. Jetzt hör mir zu. Ich möchte, dass du einen Typen namens Furio spielst. Einen italienischen Mafia-Boss. Und dann wirst du Tarantula, einer psychopathischen, erbarmungslosen Söldnerin, 10 Millionen Dollar übergeben. Es scheint facile, aber il Drehbuch? Io sono un Schauspieler mit Methode. Senza Drehbuch fühle ich mich nicht sicher. Senza Sicherheit non gut geschauspielert. Die Söldnerin schneidet il mio Uevini. E senza il mio Uevini. Ist gut. Ich schreibe dir ein Drehbuch. Abgemacht? Eines Tages werde ich dich um etwas bitten. Bis dahin, besorg mir das Drehbuch. Ein Drehbuch zu besorgen scheint nicht sehr schwer zu sein. Hallo, Tom. Ich höre. Ich habe einen Käufer für das Drehbuch über den Durchschnittstypen. Aber wir haben es doch gerade erst entworfen. Unser Käufer möchte, dass wir eine Szene schreiben, die ihm eingefallen ist. Ach, es geht schon los mit den kreativen Produzenten. Worum geht es in dem Ausschnitt? Furio, ein italienischer Mafiaboss, betritt das Versteck von Tarantula, die einen wertvollen Stein besitzt, der den Namen Trantonit trägt. Als Tausch gegen den Stein wird Furio ihr 10 Millionen Dollar zahlen. Und der Konflikt? Wo ist der Konflikt? Das Treffen sollte um 3 Uhr nachts sein. Aber Furio ist viel früher gekommen, weil er einfach ein Stressmacher ist. Deswegen ist Tarantula argwöhnisch und Furio muss sie überzeugen, dass er kein Betrüger ist. Das ist es. Einverstanden. Wie viele goldene Gockel siehst du auf dem Tisch? Ein? Richtige Antwort. Wenn du 2 siehst, werde ich eine weitere Sequenz für den Produzenten schreiben. Währenddessen werde ich an meiner Handlung feilen. Ich muss erzählen. Was für ein Blödsinn ist das mit dem goldenen Gockel? Das ist kein Blödsinn, sondern Raub. Kennst du 1000 Arten zu sagen, ich liebe dich? Na klar, der hat den goldenen Gockel gewonnen. Was für ein großartiger Film.